Aus Gründen. Geschichten und die Menschen dahinter. Ja, und das freut mich jetzt ganz besonders. Es geht wieder weiter mit Aus Gründen, mit unserer einstündigen Langform des Podcasts. Und ich habe zur Wiederaufnahme der Tratsch- und Talk-Saison einen ganz besonderen Gast, nämlich den Matthias Strolz. Das freut mich. Und es ist aus Gründen, warum er da ist. Hallo, Matthias. So, warte mal. Ich habe da dich noch nicht im Audio drinnen. Das sehe ich gerade. Es war eh ganz klar, dass jetzt das Ding ein Stückerl spielt. Also man hört dich blendend. Aber das haben wir gleich. Warte mal, wie kann das sein? Schauen wir gleich nach. Ups, was ist da los? Was ist da los? So. Ja, jetzt kannst du nochmal probieren. Sagst du noch was? Hallo? Ja. Ach so, ja. Gut, gut. Ja, bin ich. Kenn mich aus. Ja, ich muss mich da umstellen. Das ist leider eine neue Verdrahtung heute. So, aber jetzt sollte es klappen. Sagst du noch was? 1, 2, 3. Ja, wunderbar. Jetzt haut's hin. Das funktioniert. Okay, dann haben wir das einmal soweit. Und du, ich nehme mich aus dem Kopf. Stefan aus, oder? Entschuldige? Wie spreche ich dich aus? Stefanos, ganz normal. Stefanos. Ja. So. Also jetzt gilt's, jetzt sind wir wirklich auf Sendung, der Matthias ist zu hören. Das Live-Link habe ich schon ausgespielt, einmal auf der Facebook-Seite, auf der Veranstaltungsseite. Und jetzt haue ich es noch raus auf LinkedIn. Dann haben wir das dort auch drinnen. So, alles passt bestens, wunderbar. Wo haben wir das Live-Link? Und da ist es. Und da kann mitgesprochen werden. Das heißt, man kann auf dieser Live-Link-Seite auch Fragen stellen an den Matthias und an mich, wenn man zu dem Thema, das wir heute besprechen werden, was zu sagen hat. Ja, und das Thema ist nämlich insofern ganz interessant, weil das Thema ist das Scheitern. Ja, und das ist nichts Uninteressantes, weil wir stecken ja da eigentlich, sagen wir mal, mitten in dieser ganzen Corona-Sache drinnen und das Thema Scheitern nicht so ganz unwesentlich. Ja. Aber vielleicht aber ganz kurz, Matthias, wir wissen alle, was du warst und gemacht hast, ja, dankenswerterweise. Was machst du denn jetzt eigentlich seit 2018? Kurz einen Überblick. Ja, ich bin Impact-Unternehmer, nenne ich es, Portfolio-Unternehmer. Das heißt, ich habe verschiedene Felder, auf denen ich tätig bin. Also mein Selbstverständnis ist ja das eines Gärtner des Lebens. Das heißt, ich kultiviere verschiedene Felder. Mache eigentlich immer das Gleiche, weil mein Lebensthema ist Potenzialentfaltung. Und das mache ich jetzt als Autor, als Publizist. Ich mache es auch als TV-Schaffender mit Fernsehprojekten. Mache es als Coach und als Organisationsentwickler, als Ehrenamtlicher. Also ich versuche, hier auch einfach nachzuspüren in meinem Herzen, was will ich. Ich will derzeit nicht nur auf einem Feld aktiv sein, sondern auf mehreren und muss halt schauen, dass es mir nicht zerreißt. Und wenn das gut gelingt, dann ist das eine wunderbare Freude. Dann taugt mir das. Also das ist ziemlich vielseitig und eigentlich wie soll man sagen, nach der Politikschule, die du ja schon praktisch von deiner Hochschulerschaftszeit und auch Mittelschülerschaftszeit her gelernt hast, wenn man deine Biografie ein bisschen liest, ein ziemlich guter Anschluss, weil ich glaube, dass das mit Menschen umgehen können, das Kommunizieren, das Dinge einfangen und Dinge vielleicht auch einmal auslassen, um zu schauen, wie kommen sie zurück, wenn man sie wieder einfängt. Das liegt ja ganz offensichtlich, ne? Und das fasziniert mich. Ja. Das magst du ja auch, kommt mal vor, oder? Das ist natürlich klar, weil wir sind ja beide so ein bisschen in dieser, ich nenne es mal, nicht greifbaren Kunst des Beratens tätig. Ne? Also, das heißt, mein Partner, der kommt aus dem Catering, der jetzt gerade sehr leidet in dieser Krise, weil für den ist momentan gelaufen, die Geschichte, sagt immer, mein Gott, also er kann am Schluss eine Rechnung stellen, dann weiß er, wie viel Schnitzel er da verkauft. Ne? Das ist natürlich bei uns immer ein bisschen anders, ne? in dieser Branche. Aber es ist wichtig, dass es uns gibt und ich finde das sehr beachtlich, was du da alles machst. Du hast wirklich, glaube ich, keine Minute geruht, nachdem du 2018 übergeben hast, das Zepter. Ich habe zuerst noch Musik gemacht, kurz. Stimmt, du warst der war mein Flex und da haben wir diese Lost in Space, dieses Album gemacht. Das war ein Ausflug. Und mir war es eigentlich wichtig,
beim Loslassen. Ich habe dann später auch ein Buch darüber geschrieben, sei Pilotin deines Lebens, wo ich auch ein Modell vorstelle dazu, 5 Schritte in die persönliche Entfaltung. Und da habe ich dann auch selber verstanden, was ich gerade gemacht habe später. Nämlich mir war es wichtig, dass ich die Hände frei habe nach der Übergabe meiner politischen Funktionen. Ja. Ich glaube, dass es auch eine mögliche Form der Entfaltung ist, zu sagen, hey, ja, am Freitag um 14 Uhr gebe ich das Alte ab und um 14.05 Uhr weiß ich, was ich neu in Händen halten werde. Aber natürlich glaube ich, eine größere Bewegung in die Entfaltung hinein macht es, wenn man die Hände freilässt und nicht sofort sich wieder anfühlt. Und dann auch ein Stück weit aufmerksam ins Leben schaut. Was bringt der Fluss des Lebens? Also sofort zu wissen, was das Neue ist, das ist wie Bergwandern mit Stoppuhr. Das kannst du machen, bist früher dort. Ja. Aber du hast halt auch keinen Blick für die Schönheiten des Lebens und für die Gelegenheiten, für die Einladungen unterwegs. Du siehst den Adler über dir nicht. Du siehst den schönen Himmelschlüssel nicht, der dir zulacht, den alternativen Gipfel nicht, der dich eingeladen hätte, den Wanderer nicht, der mit dir gehen wollte, aber du bist schnell oben. Deswegen sage ich, okay, wenn hier eben ein Kapitel sich schließt aus eigener Entscheidung oder durch Schicksalsschläge, im Moment ist es so, dass uns das Schicksal vieles aus den Händen geschlagen hat. Das ist natürlich bitter, ist auch hart, wird auch viel Schmerzen verursachen, uns viel abverlangen und gleichzeitig haben wir natürlich die Hände ein Stück weit freier als davor. Und das ist dann auch möglicherweise ein Geschenk. Da gebe ich dir natürlich recht. Also wie sehr man es als Geschenk sehen kann, hängt natürlich auch ein bisschen von der Position ab. Es war gerade vorher, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, also in glaube ich, in Österreich 1 eine Diskussion zu dem Thema mit einem Studiogast, wer tut sich da eigentlich leichter, jetzt also hier davon zu kommen. Und natürlich ist es so, dass, sage ich einmal, Anführungszeichen, die Reichen, wo ich mich jetzt definitiv nicht dazu zählen kann, den längeren Atem haben. Die materiell Reichen. Die Reichen an Ideen können ihn auch haben. Aber wir haben es halt gesehen, es ist ja ein ziemlicher Ausverkauf passiert, zum Beispiel ganz zu Beginn der Krise im Bereich der sofort stillgelegten Kunst und Kultur, weil die sind ja in der Sekunde dazu, praktisch durch Selbstvernaderung oder irgendwelche charmanten Ideen anderer Leute, wenn auch kein Gewinnstreben dahinter stand, ins Internet gehoben worden, bis einmal irgendwann einer gesagt hat, nach der vierten Woche Streaming-Konzerte von Wohnzimmern, Toiletten, Badezimmern, sonst irgendwas aus dem Geigenkasten, hört's auf, euch da jetzt zu verkaufen, macht es die Leute hungrig auf eure Leistung. Da hat es irgendein Künstler gegeben, der das einmal gesagt hat und es ist weit verbreitet worden über Twitter und es hat sich auch ein bisschen dann gelegt. Ja. Also ich glaube, die waren sehr planlos und ich verstehe es auch und ich muss auch jetzt sagen, ich habe heute gerade wieder, es ist der Monatserste morgen für meine Mitarbeiter jetzt in meinem Unternehmen die ganzen Gehaltsgeschichten gemacht und kann nur sagen, allein was da der Steuerberater und meine tollen Leute in der Buchhaltung und alle vollbringen müssen und die Leute dann auch verstehen müssen, warum das jetzt so ist, aber erst in 4 Wochen dann wieder anders ist und irgendwas zurück und vorwärts gerechnet wird, es macht die Menschen schon unzufrieden. Das ist klar. Und nicht einmal mit der Situation, sondern einfach, wie das Handling von der Geschichte ist. Aber dazu kommen wir dann noch. Ich meine, ich will jetzt mal die Leute nicht allzu sehr auf die Folter spannen, warum gerade Matthias Strolz da aus Gründen ist und seinen wunderbaren, gescheiten Kopf hier, also für das Gespräch zur Verfügung stellt. Es hat natürlich damit zu tun, was es vorher erwähnt, Fernsehmacher, muss an der Stelle übrigens dann noch nachher wegen der Bandgeschichte einhängen. Fernsehmacher, du bist ab nächster Woche mit einem TV-Format am Start. Ja? Und dieses TV-Format werden wir dann gleich besprechen und passend zu dem, dass wir jetzt dankenswerterweise wieder zur Verfügung gestellt von Monkey Music, vom Label von Walter Gröbchen, Wien Pop hören werden, muss ich noch komplettieren. Du warst natürlich, nachdem du Musik gemacht, also den Ausstieg mit Musik begleitet hast, in den FM4-Charts, ich glaube sogar ganz oben, kann das sein? Na, ganz oben nicht, wir sind eingestiegen auf Platz 16, glaube ich. Ja. Aber ich habe gesagt, wir machen nur wie,
wie irgendwie Woodstock. Es gibt nur ein Once Only. Wir machen nur einen Auftritt. Und dann war die Entscheidung auch, pushen wir selbst weiter. Gab es auch Anfragen von Künstleragenturen und entsprechenden Dienstleistern, ihr müsst jetzt was draus Agenten. machen. Wir waren ja innerhalb von einer Woche ausverkauft mit 700 Leuten im Flex. Aber die Entscheidung war klar, von vornherein schon nein. Für mich war es auch wichtig, selbst in die Ruhe zu kommen. Ja, und deswegen haben wir das gar nicht mehr gepusht. Ich habe es dann selber gar nicht mehr weiterverfolgt, eigentlich, wie es weitergegangen ist auf diesem Film. Aber eine coole Geschichte, man kann sagen, also wenn ich jetzt gerade auf die Homepage schaue von der Sendung, über die wir nachher sprechen werden, was immer du anfasst, du setzt ihm ein Krönchen auf. Ja? Und jetzt spielen wir für das musikalische Vergnügen 3 Minuten 24 den Titel Aneinander von der neuen Wien-Pop-Band Löwen mit V. Ja, findet dann auf der Seite auch, auf der Episodenseite nachher die ganzen Links zur Musik. Und es ist natürlich passend der 2020er Covid-19 Remix. Wir legen los und geraten nicht aneinander. Wir stehen still und geraten nicht aneinander. Wir sind getrennt und geraten nicht aneinander. Wir sind uns nah und geraten nicht aneinander. Wir machen Pläne und geraten nicht aneinander. Wir lassen es laufen und geraten nicht aneinander. Wir rühren uns nicht und geraten nicht aneinander. Oder wir machen's und geraten nicht. Ich bin süchtig nach dir, du bist süchtig nach mir. Ich bin der Matador, Baby, du bist mein Stier. Wir könnten ewig hier das Chaos verteilen. Werden uns ewig hier ein Gegenteil sein. Und sind wir schlecht zusammen, wären wir schlechter allein. Bis hier war's okay, also was soll schon sein? Wir legen los und geraten nicht aneinander. Wir stehen still und geraten nicht aneinander. Wir sind getrennt und geraten nicht aneinander. Wir sind uns nah und geraten nicht aneinander. Wir machen Pläne und geraten nicht aneinander. Wir lassen's laufen und geraten nicht aneinander. Wir rühren uns nicht und geraten nicht aneinander. Oder wir machen's und geraten nicht aneinander. Da ist doch wieder dieser Leidensmoment, wo alles übel auf uns niederbrennt. Ich alle Mittel gegen dich verwend, wie der Feind, der deine Geheimnisse kennt. Und wie du wieder in der Ecke sitzt und dir die Tränen aus den Augen drückst. Dich wie ein Hund von mir in Demut bückst und das Opfer spielst und über mich verfügst. Wir sind süchtig nach dem Augenblick, an dem das ach so schöne Leben aus den Bahnen kippt. Find dich ab, so sieht es aus, ich glaub uns hast das Glück, denn wir gehen nie vor, sondern wir rasen zurück. Wenn wir morgen auseinandergehen und unsere Welten wieder blutend vor dem Abgrund stehen und in der Früh vor deiner Wohnung meine Schuhe fehlen, dann kam es immerhin so, wie es auf der Packung steht. Wir legen los und geraten nicht aneinander. Wir stehen still und geraten nicht aneinander. Wir sind getrennt und geraten nicht aneinander. Wir sind uns nah und geraten nicht aneinander. Wir machen Pläne und geraten nicht aneinander. Wir lassen es laufen und geraten nicht aneinander. Wir hören uns nicht und geraten nicht aneinander. Oder wir machen es und geraten nicht aneinander. Du bist süchtig nach mir, ich bin süchtig nach dir. Du sagst, ich bring dich ins Grab, Baby, ich leg mich zu dir. Ich muss gestehen, ich hab mir immer gedacht, wir sind der Wählung füreinander gemacht. Also nur Mut, mein Kind, wir haben's falsch gemacht. Aber der Geist ist willig und das Fleisch wächst nach. Wir legen los und geraten nicht aneinander. Wir stehen still und geraten nicht aneinander. Wir sind getrennt und geraten nicht aneinander. Wir sind uns nah und geraten nicht aneinander. Wir machen Pläne und geraten nicht aneinander. Wir lassen es laufen und geraten nicht aneinander. Wir rühren uns nicht und geraten nicht aneinander. Wir machen so nicht aneinander. Wir legen los und geraten nicht aneinander. Wir stehen still und geraten nicht aneinander. So, und da sind wir wieder zurück nach dem Titel Aneinander, der 2020er Covid-19 Remix der Wien Pop-Band Löwen. Matthias, bist du wieder bei mir? Jawohl. Ja, gut. Ja. Yes. Wir haben ein bisschen eine technische Geschichte durch die Zoom-Geschichte. Hey, die Musik, aber der Matthias hört es nicht. Und das muss halt immer meinen Zeichen über die Kamera folgen, wann es soweit ist. Ich habe da auf deiner Facebook-Seite auch den Live-Link in den Chat hineingestellt und sofort die Nachricht bekommen, du bist so wahnsinnig beschäftigt, dass du nur selten antwortest.